Servus Leute, was geht ab? Heute wieder ein neues Video von mir. Heute gibt es wieder ein kleines Shisha-Tabak-Review. Und zwar stelle ich heute euch vor den Maridan Peachy Iced Tea. So, Peachy Iced Tea. Peachy Iced Tea soll sein Pfirsich, Minze, Menthol. So ein Mix aus Minze und Menthol. Maridan ist neu auf dem Markt. Oder ich kenne ihn halt. Ich habe den davor noch nie geraucht. Maridan, die ganzen Aromen von Maridan werden hergestellt in Deutschland. Also es ist ein deutsches Produkt. Und wenn Aromen in Deutschland hergestellt werden, hat es natürlich was zu sagen. Es sind 150 Gramm in der Dose drin. Kostenschutz 14,90 €. Kommen wir mal zum Schnitt und Feuchtigkeit. So, nachdem man die Dosen aufmacht, hat man nochmal so einen Doppelverschluss. Und die Dosen eignen sich dafür, den Tabak zu lagern. So, jetzt zeige ich euch mal Schnitt und Feuchtigkeit. So, Schnitt ist fein bis mittel. Feuchtigkeit ist gut eingezogen. Ein ganz wenigen Tick zu feucht, aber ist nicht schlimm. Also, mit Schere muss ich auch nicht ran. Natürlich gibt es immer wieder Leute, denen es immer noch zu grob ist und die dann trotzdem mit Schere rangehen müssen. Ich bin jetzt hier mit Schere rangegangen. Genau. Rauchen tue ich heute mit meiner Ocean Genie, Samsaris Vitra und den Kalot Lotus. Und mein Mataleon Glasmundstück, der mit zerbrochen ist, habe ich auch wieder zusammengeklebt. Sieht man fast gar nicht mehr. Zum Glück. Hat funktioniert. So, kommen wir mal zum Geruch. Aber davon nehme ich noch einen Schluck. Eistee. Pfirsich. Also der riecht so ähnlich wie der Hasso. Nur schwingt da noch etwas leicht Süßliches mit. Also sprich, beim Einzelnen hat man eine Mentholnote, die aber nicht zu klassisch. Also Augentränen nicht. Im Nachhinein kommt so eine herbe Pfirsichnote, die dann ins Süßliche geht. Wer nicht auf das Mentholgeschmack steht oder halt wem das alles zu stark ist, der kann das ja aufmachen, akklimatisieren lassen, sprich aufmachen, umzippen, einfach einen Tag lang stehen lassen die Dose, einen Tag lang und dann nochmal probieren, dann soll es besser sein eigentlich. Ich habe jetzt mal die Verpackung nicht aufgemacht gehabt, habe einfach Deckel offen gelassen, aber war noch komplett zu verzippt, war noch verschweißt. Habe ihn liegen lassen oben. Als ich heute von der Arbeit nach Hause kam, habe ich gerochen und es hat richtig geil nach einem süßen Pfirsich gerochen. Also vom Geruch und der Intensität her ist er sehr stark. So, genau. Preis habe ich gesagt, 150 Gramm kosten 14,90 €. Genau. So, jetzt rauchen ich habe mal den 7 Days Cold Peach geraucht gehabt, der war mir zu stark. Der war mir zu intensiv, den konnte ich überhaupt nicht rauchen. Ich habe ihn auch stehen lassen, aber war nichts für mich, auf jeden Fall. Der Hasso Pervert Switch ging in Ordnung, war ein geiler Tabak. Kommt man gut rauchen. Jetzt schauen wir mal, wie der Maridan ist. Der Peachy Iced Tea? Krass. Also, kommen wir mal zum Geschmack. Beim Einzelnen habt ihr eine Kühle, kurz über dem Kühlkopf, mehr geht es nicht hin. Also, nicht runter bis zum Kehlkopf oder so. Ist nicht so
Stark eigentlich. Hätte ich mir jetzt ganz anders erwartet, eigentlich vom Geruch her. Bin jetzt verwundert. Finde ich gut. Ja, ich mag es, wenn es etwas weniger ist. Manchmal ist es ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Also, schmeckt ganz anders. Also wirklich. Ich versuche gerade rauszuschmecken, weil ich glaube, ihr habt ihn jetzt gerade eben erst umgezippt und rauche ihn auch das erste Mal. Also, das geht in die Richtung wie der Haso Purple Peach. Beim Ausatmen hat man noch so einen Zitrusgeschmack, so geht in Richtung Orange. Richtig geil. Richtig geil. Schmeckt nur ganz leicht mit. Ist so süßlich, eher so orangenmäßig. Geil. Cool. So, jetzt kommen wir mal zum Geschmack. Ich gehe noch mal kurz in mich, dann erzähle ich euch mehr. Diese Pfirsichnote dominiert auf jeden Fall. Hintenrum schwingt noch was Kühles mit. Ist nicht so übertrieben. Sehr angenehm zum Rauchen. Und dieses Menthol ist im ersten Moment leicht bitter. Oder leicht herb, sagen wir mal. Und wird dann ganz mild süß. Schön einfach so hinten mit. Schmecken tut er richtig geil. Ich werde auch mal den Tingeltangel probieren. Ich wollte den Tingeltangel zuerst holen. War ausverkauft im Shisha Cloud Shop Ulm. Da ich schon lange kein Pfirsich mehr hatte, der letzte war halt der House of Purvis Peach. Ich habe mir gedacht, komm, nehme ich mal Peachy Eis. Ich habe mal wieder voll Bock auf Pfirsich. Weil Pfirsich ist was, kann man oft rauchen, immer rauchen. Genau. Und da ja sehr viele schon den Tingeltangel vorgestellt haben, habe ich mir gedacht, komm, ich stelle mal den Peachy Ice Tea vor. Sorry. Der Lotus ist komplett zu. Komm mit zum Rauch. Übung macht den Meister. Ich übe immer wieder, Ringe zu machen, weil ich es noch nicht so drauf habe. Also rauchen tut das Ganze sehr gut. Ich zeige ihn nochmal von Seitenansicht, weil das ja immer viele interessiert. Sieht man vielleicht gut wegen dem weißen Hintergrund. Aber rauchen tut es auf jeden Fall sehr gut. Und also nachdem man gezogen hat, das Ganze ist vollmundig, also es bleibt, dieser Geschmack bleibt einfach im Mund. Es legt sich schön ab, im ganzen Mundraum. Einfach nur geil, also richtig geiler Tabak. So, zum Fazit. Ich finde, für den Tabak ist 150 Gramm, 14,90 für 150 Gramm angemessen. Er hat mich überzeugt. Ist mal ein bisschen anderer Kontrast zum Haso Purvis Peach. Und der oder diejenigen, die halt Pfirsich mögen, auf Pfirsich stehen, legt ihn euch zu, kauft ihn euch. Und ich bin natürlich nicht euer Portemonnaie, also ich weiß nicht, was euer Portemonnaie hergibt. Natürlich beim Haso Purvis Peach für den gleichen Preis 50 Gramm mehr drin. Das müsst ihr entscheiden, müsst ihr wissen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, teilen.
sage ich immer wieder, es kostet euch nichts, niemand will irgendwas von euch, einfach nur abonnieren, liken, teilen, mehr will ich gar nicht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen guten Rauch.